hineinbegeben. Wir haben bis jetzt abgedeckt die gesamte Zeit von 1492 bis etwa in die Zeit um 1950. Lassen Sie uns kurz das Jahr 1926 beleuchten. Es ist das Geburtsdatum von Fidel Castro Ruz, der im Osten der Insel geboren wurde, in der Nähe von Holguín, oder sagen wir zwischen Holguín und Santiago de Cuba. Sein Vater, Ángel Castro, war ein sehr, sehr armer Mann, der als junger Mann, als Soldat aus Galizien mit der spanischen Armee nach Kuba gekommen war, um hier die Unabhängigkeitskämpfer zu bekämpfen, ist dann nach Spanien zurückgekehrt, ist aber zwei Jahre später dann wieder nach Kuba zurückgekommen und hat dann hier als Plantagenarbeiter seine Karriere begonnen. Er hat Streckenführungen von Eisenbahnlinien überprüft. Er hat dann später Arbeitsbrigaden, also Arbeitstrupps angeführt, die für die United Fruit Company gearbeitet haben im Osten der Insel, wo es eben bis heute große Zuckerplantagen oder Zuckermühlen mit Zuckerrohrplantagen gibt und damals eben auch schon gab. Und als solches hat er also wirklich jeden Peso, den er verdiente, in Landerwerb hineingesteckt und ist eigentlich auch zum Großgrundbesitzer aufgestiegen. Er hat aber darüber hinaus über sein eigenes Land auch das Land der United Fruit Company mitverwaltet und den Zucker, den er dort eben erwirtschaftet hat, an die United Fruit Company auch abgegeben. Das heißt, der Vater von Fidel Castro ist jemand gewesen, der sich absolut im System befunden hat, im Wirtschaftssystem der Insel Kuba, der mit einem US-amerikanischen Fruchtgroßkonzern ganz eng zusammengearbeitet hat und da eben auch seinen großen Wohlstand erwirtschaftet hat. Das heißt, Fidel, der Revolutionär, ist zunächst einmal auch ein Revolutionär im eigenen Hause. Das heißt, der sich auch gegen das System, das sein Vater auf der eigenen Plantage hat, auflehnt. Fidel ist von seinem Vater sehr früh aus dem Haus nicht vertrieben worden, das wäre jetzt zu spät, aber weggeschickt worden in die Schule nach Santiago de Cuba. Ich glaube, dort in Santiago de Cuba hat sich Fidel nicht wohl gefühlt. Ich habe seine Autobiografie gelesen und er beschreibt immer, wie er dort behandelt worden ist von anderen Mitschülern. Er hat unter anderem die jesuitische Schule dort besucht. Das war eine Schule, wo so die alteingesessenen Santiagueros ihre Kinder hingeschickt haben und das waren so alteingesessene, sehr kulturbeflissene Menschen, die so auch so eine Art Führungsschicht und eben auch, was die Bildung anbelangt, eine Führungsschicht stellten. Und Fidel gehörte da nicht dazu, weil er war letztlich der Sohn eines Emporkömmlings. Ángel Castro war ein sehr armer Mann gewesen, als er angefangen hat, eben diesen Betrieb aufzubauen. Und das heißt auch bildungsfern gewesen. Ja, und er wollte natürlich, dass seine Söhne, und er hatte also drei Stück auf einen Schlag nach Santiago geschickt, dann eben dort die beste Bildung bekamen. Heißt aber, dass die Söhne, Raúl eben unter anderem auch, dann sehr weit weg vom Elternhaus waren und eben auch dem Vater sehr entfernt waren. Emotional eher gebunden an die Mutter, die wiederum auch die zweite Frau erst von Ángel Castro gewesen ist. Und auch das war natürlich eine sehr komplizierte Situation, weil Ángel Castro sich scheiden ließ, um die Mutter von Fidel zu heiraten. Und das war damals auch nicht ganz einfach. Das heißt, er war auch als Sohn einer zweiten Frau, naja, so etwas kritisch betrachtet. Und ich glaube, dass er sich selber von Anfang an, auch in der Schule, als Paria, als Emporkömmling gefühlt hat. Und ich glaube, dass viel von seinem Kampf, auch seinem inneren Kampf, der Kampf gegen dieses Gefühl ist, ein Paria zu sein. Und ich glaube, dass er allen beweisen wollte, dass er das Zeug hat, ein großer Führer zu sein. Naja, der Größte, der Maximo-Leader, so hat man ihn ja dann hier auch in Kuba genannt. Fidel Castro studiert in Havanna Jura, ist dort schon einer der Anführer der Studentenkreise um die orthodoxe Partei. Die orthodoxe Partei war eine zentralliberale Partei. Sie war nicht linksliberal, sie war nicht rechtsliberal, sie stand in der Mitte, war durchaus wirtschaftsliberal, aber liberal hieß eben damals auch voll eintretend für die politischen Rechte der Menschen.
Und als es dann im Jahr 1952 zum Putsch unter Batista kam, war das natürlich etwas, was für die Mitglieder der orthodoxen Partei bedeutete, so etwas geht überhaupt nicht für sie. Batista ist 1933 vom Unteroffizier zum, ich nenne das so, aber so hieß er nicht, Generalfeldmarschall geworden. Er war der oberste General nach 1933 der kubanischen Armee. Er hat sich wirklich vom Unteroffizier hinaufgeputscht zum leitenden General der kubanischen Armee. Mit Unterstützung der USA. Da gab es dann noch dieses Ereignis 1933. Gerardo Machado war in dieser Zeit Militärmachthaber, Diktator der Insel Kuba. Gegen ihn gab es im Militär einen Putsch im Militär und anschließend musste auch Gerardo Machado gehen und die Unteroffiziere und eine von ihnen waren Mulatten, haben gesagt, wir wollen jetzt auch an der Militärführung beteiligt werden, weil wir als Mulatten hier rassistisch diskriminiert sind. Wir haben keine andere Chance, an der Macht teilzuhaben, wenn wir uns nicht jetzt an die Macht putschen. Batista hat diesen Putsch angeführt im Militär und hat sich dann eben 1933 an die Macht geputscht im Militär. Die großen Militärs, die großen Generale, die haben sich zwei Tage lang im Hotel National verschanzt, 1933, haben gehofft, die USA würde einen Entsatz herschicken. Das hat die USA nicht gemacht. Was die Militärs nicht wussten, ist, die USA hatte schon längst mit Batista ihre Politikziele abgesteckt und damit sind diese Generäle abgesetzt worden. Batista hat zwei Tage lang das Hotel beschossen und die Generäle haben aufgegeben und Batista war anschließend der oberste Generalissimus von Kuba. Und als solches hat er dann die Präsidenten hier in Kuba eingesetzt, wie ihm das passte. Im Jahr 1933 löste ein Präsident den anderen ab. Im Jahr 1940 ist Batista dann bei der demokratischen Wahl zum Staatspräsident angetreten. Er ist dann auch Präsident gewesen. Er ist 4 Jahre lang hier in Kuba Präsident gewesen und hat eine Koalitionsregierung angeführt, in der übrigens auch die Kommunistische Partei Kubas beteiligt war. Und er hat ein Reformprogramm aufgelegt, das übrigens bereits vorsah, dass alle Großgrundbesitzer in Kuba über 400 Hektar Land über 400 Hektar abzugeben habe und das sei unter den Kleinbauern in Kuba zu verteilen. Das heißt, das Regierungsprogramm von Batista sah unter anderem auch schon die Landverteilung vor, die allerdings nie durchgeführt worden ist. Auch sah es Alphabetisierungskampagnen vor, die nur teilweise und ohne großen Erfolg durchgeführt worden sind. Ich glaube, in dieser Zeit hat Kuba auch das Frauenwahlrecht bekommen. Das heißt also, Batista ist jemand gewesen, der durchaus sehr fortschrittlich begonnen hat. Und das ist leider der Fall bei vielen Diktatoren, die Lateinamerika erlebt hat, die als Reformatoren begannen und nach wenigen Jahren abdrifteten in die Reaktion. Nach ein paar Jahren ist Batista dann abgewählt worden. Er ist in die USA gegangen, ist 1952 für die neue Wahl wieder zurückgekommen, hat sich zur Wahl gestellt, hat festgestellt, man wird ihn nicht wählen, weil die Umfragen waren schlecht für ihn und dann hat er durch alte Kontakte ins Militär sich einfach an die Macht geputscht. Ein Putsch, der übrigens am Tag des Putsches kein einziges Todesopfer gefordert hatte. Am Anfang ging das alles sehr friedlich und fast klammheimlich über die Bühne, aber es fanden dann weder Präsidialwahlen noch Parlamentswahlen 1952 in Kuba statt. Und dagegen regte sich natürlich Widerstand. Und der effektivste Widerstand wurde von jenem Fidel Castro Ruz organisiert, der das jüngste Mitglied der orthodoxen Partei war und der jüngste Kandidat mit einem Listenplatz überhaupt bei dieser Wahl überhaupt. Das heißt, hätten 1952 die Wahlen stattgefunden für das Nationalparlament, wäre Fidel Castro der jüngste Parlamentsabgeordnete des kubanischen Parlaments aller Zeiten.
in der Universität von Havanna. Dort hat er sich also schon als großer Redner und politischer Akteur herausgestellt. Fidel als Jurist strengt natürlich zunächst einmal einen Prozess an gegen Batista und gegen diesen Putsch. Aber das Verfahren wird zunächst aufgenommen, wird aber dann aufgrund von verfahrenstechnischen Fehlern wieder niedergelegt und damit ist die ganze Geschichte im Sande verlaufen. Fidel gibt daraufhin bei der Presse zu Protokoll, dass er sich dann, wenn es auf demokratischem Wege nicht ginge, eben auf revolutionärem Wege betätigen müsse. Und das ist nun der Prozess, der Fidel Castro immer weiter nach links drängt. Sein Vater ist Großgrundbesitzer. Seine Frau, Mirta Díaz-Balart, ist die Schwester des Innenministers unter Batista. Das heißt, Fidel Castro ist auch familiär ganz eng an das Batista-Regime gebunden. Ja, das muss man sich klar machen. Er kommt aus dieser Führungsriege, die Batista eigentlich sehr nahe stand. Aber gegen die lehnt er sich zunächst einmal in der eigenen Familie auf. Und ich glaube, das ist die bedeutendere Revolution. Das ist immer die, die man erstmal in der eigenen Familie durchkämpfen muss. 1953 hat er dann seine erste bewaffnete Guerilla-Aktion geleitet, die völlig in die Hose ging. Das war der Überfall auf die Moncada-Kaserne in Santiago de Cuba. Fidel kommt aus dem Orient. Fidel hat viele Jahre in Santiago gelebt. Er kannte Santiago wie seine Westentasche. Aber er machte diesen Überfall mit etwa 130 mit Sympathisanten, auch mit Studenten von der Hochschule von Havanna, ehemaligen Mitstudenten, die alle aus Havanna kamen, oder die meisten aus Havanna kamen und Santiago gar nicht kannten. Nun sollte die Moncada-Kaserne überfallen werden, die zweitgrößte Kaserne des Landes. Man hat sich nicht an Havanna herangetraut, nicht an San Carlos de la Cabana, die größte Kaserne des Landes, weil man befürchten musste, dass das nichts wird, weil natürlich die größte militärische Macht war in der Hauptstadt in Havanna vereinigt. Man hoffte, in Santiago de Cuba würde das alles nicht ganz so beobachtet werden, würde das alles eben vielleicht leichter sein, dort eine Militäraktion zu machen. Aber viele seiner Mitstreiter kannten Santiago de Cuba nicht. Die sind in PKWs, in Kolonne, auf die Kaserne zugefahren, haben sich dann getrennt, sind zum Justizpalast. Das hat Raúl eingenommen. Tatsächlich, Raúl hat es auch geschafft, den Justizpalast einzunehmen. Dann sollte das Militärhospital und es sollte die Kaserne eingenommen werden. Und da hat es große, große Probleme gegeben. Fidel hatte gehofft, wir machen das am Tag nach Karneval, also nach dem 25. Juli, wenn das Fest des heiligen Jakobus von Compostela ist, wenn Karneval in Santiago ist. Und dann sind die Soldaten vielleicht noch ein bisschen benebelt vom Vortag. Aber das war nicht so, die waren nicht bei gutem Bewusstsein und haben natürlich sofort gemerkt, da kommen jetzt Wagen, die gehören hier nicht her, die wollen was. Es gab Schießereien vor dem Tor der Kaserne, sofort gab es Gegenwehr, sind viele erschossen worden von Fidels Freunden. Andere sind geflohen. Man hat dann die, die man in wenigen Stunden auffinden konnte, sofort standrechtlich erschossen. Das heißt, auch der Blutrausch des Batista-Systems hat sich sofort an diesen Mitstreitern Fidels ausgelassen. Einer seiner besten Freunde ist eben auch dort sofort erschossen worden. Der Freund Santa Maria ist also noch dort an Ort und Stelle ermordet worden und das ist eben einer seiner besten Freunde gewesen und Mitorganisator dieses missglückten Überfalls auf die Moncada-Kaserne in Santiago de Cuba. Fidel, der die Gegend gut kannte, ist mit seinem Bruder in die Sierra Maestra geflohen, hat sich dort versteckt im Gebirge, ist dort erst nach über einer Woche gefunden worden, dann hatte sich der Blutrausch schon abreagiert. Man hat Fidel dann vor Gericht gestellt und zwar im Bereich dieser Kaserne, die er überfallen hat. Dort hat man ihm den Prozess gemacht und er hat sich selber als Rechtsanwalt dort verteidigt. Er hat eine Verteidigungsrede gehalten, die heute zu den bedeutendsten revolutionären Schriften Lateinamerikas in den letzten 200 Jahren, das heißt seit der Befreiung von Spanien, gilt. La historia me absolvará, die Geschichte wird mich freisprechen, heißt dieser Text. Und in dieser Verteidigungsrede vor dem Gericht in Santiago
fordert Fidel 6 Punkte. Einmal natürlich Industrialisierung für das Land, Anschluss an das Elektrizitätssystem für alle, auch für die Dörfer. Arbeit für alle. Es gab damals große Probleme, ich hatte es vorhin schon gesagt, mit Arbeitslosigkeit. 600.000 Arbeitslose bei einer Gesamtbevölkerung von 6,5 Millionen Einwohnern. Zugang zum Gesundheitssystem für alle. Billiger Wohnraum für alle. Eins hatte ich jetzt schon wieder vergessen, natürlich die Schule, das war der 6. Punkt. Das heißt Zugang zur Bildung für alle und Alphabetisierung des gesamten Landes. Das waren die 6 Punkte, die Fidel bei seiner Verteidigungsrede genannt hat. Dann hat man ihn zu 16 Jahren Haft verurteilt, Raúl zu 15 Jahren Haft auf der Isla de Pinos, da wo schon José Martí als Schüler eingesessen hat. Und nach 2 Jahren kam dann die Amnestie. Man hat Fidel und hat seinen Bruder und die Mitstreiter freigelassen. Fidel hat dann sogar noch eine Pressekonferenz gegeben, hat gesagt, in diesem Land gibt es keine Demokratie mehr. Er sieht hier politische Teilhabe nicht mehr gewährleistet. Er begibt sich ins Ausland, ins Exil, ist dann nach Mexiko gegangen, unter anderem auch in die USA, um dort Gelder einzuwerben für den bewaffneten Kampf gegen das kubanische Militärregime unter Batista. Ja, und da sind wir, wenn wir ins Jahr 1956 schauen, dort hat sich eine Gruppe von Exilkubanern formiert, Fidel, Raúl, Camilo und Ernesto.